Ja, herzlichen Dank für so ein lebendiges Panel. Ich fand das wirklich unterhaltsam und ich habe auch noch etwas gelernt. Also wenn das beide zusammenkommt, dann geht's gut. Danke erstmal an unsere Mitveranstalter, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, PricewaterhouseCoopers und auch natürlich Handelsblatt Research. Und was tut Bertelsmann Stiftung hier eigentlich? Also wir tun zum ersten Mal mit an dieser Konferenz Ökonomie neu denken. Und wo wir arbeiten als Bertelsmann Stiftung ist eigentlich in das Zwischengebiet zwischen Wissenschaft und Politik. Also es geht uns darum, um politische Lösungen vorzustellen, aber die sollen dann evidenzbasiert sein. Also das soll wissenschaftlich gut untermauert sein, sonst hat es kein convincing power. Und darum freuen wir uns, dass wir hier mitmachen können und dass wir auch neue Ansätze aus der Wissenschaft in die Politik hoffentlich tragen können. Wir sagen auch oft, dass wir Brückenbauer in diesem Sinne zwischen Wissenschaft und Politik sind oder Vermittler zwischen Wissenschaft und Politik. Gut, also wenn wir Ökonomie neu denken, dann hieß es in der Vergangenheit, dass wir mit der Ökonomie eigentlich alle im gleichen Maße mitgehen. Es ist wohl gesagt, a rising tide lifts all boats. Und diese Frage können wir auch heutzutage stellen, aber die meisten Studien heutzutage sagen, das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass alle gleichermaßen mitmachen. Und, das kommt noch dazu, es ist auch noch so, dass wenn nicht alle mitmachen, dann das nicht nur sozial, also moralisch schädlich ist, aber dass es auch wirtschaftlich oder makroökonomisch nicht zu guten Ergebnissen führt. Ich habe einige Jahre bei OECD gearbeitet, als stellvertretender Generalsekretär. Da habe ich auch gesehen, dass die OECD sozusagen in dieser Zeit, dass ich da war, so eine Änderung gemacht hat von klassisch makroökonomisch denken nach auch die sozialen Faktoren einbeziehen. Und dann kann man auch die Ergebnisse, ja, es ist auch nicht nur moralisch und sozial, also kein, es ist nicht die eine Welt gegenüber die andere, aber auch von wirtschaftlicher Perspektive ist es nicht gut, wenn es zu viel Ungleichheit gibt. Darum ist für uns heutzutage die Frage sehr relevant, welches Wachstum wollen wir und wem sollen wir dieses Wachstum zugutekommen? Und das hat auch zu tun mit einem stärkeres Bewusstsein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die geprägt ist von sozialer Marktökonomie. Also ich bin gebürtig Holländer und auch dort haben wir soziale Marktökonomie. Alles gut, alles fein, alles haben Sie auch gesehen in die Statistik. Wir vertrauen einander und so weiter und so weiter. Aber geht es doch gut? Geht es doch gut mit dieser sozialen Marktökonomie, wenn es zu viel Ungleichheit gibt? Und was hat denn unser Wachstum, unseres ökonomisches Modell damit zu tun? Dann haben wir natürlich erstmal die Experten zueinander geholt und dann haben wir ein Buch geschrieben, Wachstum im Wandel, Herausforderungen für unsere soziale Marktwirtschaft. Das Buch liegt nicht dort, können Sie auch bekommen. Wir haben auch ein etwas breiter geschaut. Wir haben auch gesagt, es gibt natürlich einige Trends, die auf dieses Modell einwirken. Es ist nicht nur Ungleichheit an sich. Es ist auch die Digitalisierung, die Ungleichheit gibt. Es ist der demografische Wandel und es ist die Globalisierung. Also wie wirken diese Trends eigentlich ein auf unsere ökonomischen Ansätze und Methoden? Und wie können wir auch teilweise von diesen Trends profitieren? Globalisierung gibt vielleicht mehr Wirtschaft, Digitalisierung gibt vielleicht bessere Bildungschancen und so weiter. Also diese Frage, wie spielen die Megatrends ein auf unsere ökonomischen Modelle, die haben wir beschrieben in einem Buch To the Man with the Hammer, Augmenting the Policymakers Toolbox, also neue Methoden, um der wachsenden Komplexität gerecht zu werden. Das klingt verdammt spannend, ist es auch, kann ich sagen. Lesen Sie das Buch. Jetzt haben wir diese Session, wo wir uns beschäftigen mit der Frage Abschied von der Trickle-Down-Ökonomie, neue Ansätze für inklusives Wachstum. Also da
habe ich auch aus was schon heute besprochen ist hier, kann man sich die Frage stellen in eine breitere Perspektive, was ist denn neu zu denken in unserer Ökonomie? Hat das zu tun mit das Eingeben neuer Daten? Hat das zu tun mit das Miteinbeziehen von Megatrends? Hat das zu tun mit anderen Disziplinen, die Interdisziplinarität von Soziologie, Psychologie, Religion und alles, was da noch mitmacht? Also kann auch sein, dass wir mehr Interdisziplinarität brauchen. Kann auch sein, habe ich gedacht, dass wir vielleicht auch uns verabschieden müssen von der Prämisse, dass die Rationalität immer da ist. Ist auch schon eine interdisziplinäre Bemerkung von einem Jurist. Ich bin gebürtig Holländer und gebildet Jurist. Also nobody is perfect. Huh? Dann habe ich heute gelesen, was in Financial Times geschrieben ist über diese Krise mit an die Aktienbörse und so. Da hat ein Banker, ein Senior Banker gesagt, it's interesting that rational people postpone rationality in times of fast moving markets. So what he says, was er sagt, ist, dass wir auch, also vielleicht ein Teil der Menschheit ist nicht so rationell, ein Teil von jeder Person ist nicht so rationell, aber auch alles, was rationell ist, lässt sich auch nochmal verschieben in times of fast moving markets. Rationality is postponed. Rational people postpone rationality in times of fast moving market. Ist auch eine Voraussage. Vielleicht bekommen wir dadurch auch ein bisschen Blick auf, was dann wirklich die Fragestellung sein soll. Und darum geht es in diesem Panel. Was sollen dann die wirkliche Fragestellungen sein? Ist das Ressourcenoptimierung? Ist das Gleichheit? Ist das Chancengleichheit? Ist das Chancengerechtigkeit? Warum nenne ich diese drei zusammen? Wenn ich 14 war, hatte ich die Idee, jeder soll das gleiche Gehalt haben. Und die unangenehme Berufe haben, sollen etwas mehr Gehalt haben als anderen. Ja? Hatte ich noch keine Ökonomie studiert, kennte ich noch nicht die Sprache von Herrn Weimann. Also, das ist natürlich, das hat mit der Realität wenig zu tun, aber das ist die Ideal von Gleichheit. Ist nicht realistisch. Dann kommt die Ideal von Chancengleichheit. Soll jeder die gleiche Chance haben oder soll man das so machen? Ist vielleicht auch nicht machbar. Aber Chancengerechtigkeit muss doch machbar sein. So denken wir mindestens als Stiftung. Chancengerechtigkeit muss doch machbar sein. Und darauf kommt es an hier. Wir leben in einer Zeit von wachsenden Ungleichheiten. Und jetzt kommt die Frage, ob wir in der Lage sind, um politische Lösungen zu finden, zu entwickeln in diesem Panel, um zu sagen, ja, Chancengerechtigkeit ist doch noch mehr machbar und das können wir dann weitergeben. So muss auch Ökonomie neu gedacht werden. Und mit unseren Panelisten gehen wir darin. Wir haben wieder für so eine Aufgabe. Wir haben uns gedacht, wenn wir Ökonomie neu denken, dann brauchen wir auch neue Stimmen, neue Köpfe. Und wir freuen uns, dass wir vier sehr junge, eine neue Generation sozusagen, Doktoren und Professoren haben. Und ich hoffe, dass die nicht nur jung in Alter sind, aber auch jung und fresh in Denken. Natürlich mature in mind, young at heart. Das ist die beste Kombination, die wir immer uns alle wünschen. Aber wer haben wir hier dann? Wir haben Professor Dr. Tim Bönke, der ist Juniorprofessor für öffentliche Finanzen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaftslehre der Freien Universität Berlin. Wir haben Dr. James B. Glatfelder, der ist Postdoktorand an der Universität Zürich. Dann haben wir Dr. Judith Niehüs. Die ist Leiterin der Forschungsgruppe öffentliche Finanzen, soziale Sicherung, Verteilung am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir haben Professor Dr. Andreas Peichel, der ist Leiter der Forschungsgruppe internationale Verteilungsanalysen
am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim und Professor für quantitative Finanzwissenschaft an der Universität in Mannheim. Wenn ich überleite an Professor Dr. Tim Boehnke, dann ist die Frage an Sie, Professor Boehnke: Was sagt uns die Empirie für Deutschland? Wie sieht es mit dem Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft aus? Und vielleicht ist das so auch, wie die anderen Panels auch schon ein bisschen gesagt haben, vielleicht stehen Sie damit in die Tradition von allen, die uns die Inconvenient Truth erzählt haben. Das ist Al Gore, Thomas Piketty und Tim Boehnke. Die erzählen uns die Inconvenient Truth. Okay. Ja, vielen Dank für die sehr, sehr nette Einleitung. Und ich hoffe, ich werde Sie da nicht enttäuschen bei meinen prominenten Vorrednern Thomas Piketty und Al Gore. Also, ich möchte Ihnen ganz kurz, innerhalb von 10 Minuten ist meine Aufgabe, darbringen, warum wir denken, dass wir ein Problem haben in Deutschland mit Wohlstand für alle und dem Versprechen, was wir mit Ludwig Erhard und der sozialen Marktwirtschaft verbinden. Das, was ich erzähle, das ist ein bisschen mit Absprache mit den anderen Panelisten und ich werde mich sehr, sehr kurz halten. Ich werde versuchen, an 4 Folien ein paar unwiderlegbare, meiner Meinung nach unwiderlegbare, aber strittig diskutierbare empirische Fakten darzulegen, die wir dann genauer vielleicht noch dann im Panel diskutieren können. Was wir hier erstmal sehen, ist Wachstum. Wachstum des Volkseinkommens als die schwarze, privates Vermögen als die grüne, öffentliches Nettovermögen als die rote Linie und um das öffentliche Bruttovermögen nochmal ein bisschen zu visualisieren als diese graue Linie zwischendurch, weil die Zeitreihe des öffentlichen Nettovermögens dann doch relativ erstaunlich ist und mich auch erstaunt hat, als ich diese Präsentation so in dieser Form zusammengestellt habe. Erst einmal haben wir hier eine Indexreihe, die immer auf das Jahr 1950 normiert ist und dann das reale Wachstum von heute, von 1950 bis zum heutigen Zeitpunkt abträgt. Und das, was jetzt unterlegt ist, das ist unser Volkseinkommen. Und das Volkseinkommen ist über diesen Zeitraum um den Faktor 8 gestiegen. Also wir haben in Deutschland definitiv kein Wachstumsproblem, zumindest wenn wir uns das in der langen Frist ansehen. Zur gleichen Zeit haben wir diese grüne Kurve, das ist das private Vermögen der Haushalte in Deutschland. Und hier sehen wir auch, dass wir bis in das Jahr 1980, 1985 einen stetigen Anstieg haben, stärkeren Anstieg, als wir es beim Volkseinkommen finden. Und ab Mitte der 80er Jahre, da sind wir so erfolgreich, dass wir dieses Wachstum noch mal um einiges steiler ist. Und wir schaffen es im Jahr 2014 ungefähr ein Nettovermögen von 10 Billionen Euro in Deutschland akkumuliert zu haben. Das heißt, wenn sich Angela Merkel hinstellt und sagt, Deutschland ging es noch nie so gut wie zuvor, dann kann man sagen, das können wir alle unterschreiben. Also seit 1950 das Privatvermögen um 17,8 den Faktor gestiegen, Volkseinkommen um den Faktor 8. Ich glaube, das lässt sich als wirtschaftliche Leistung unserer Volkswirtschaft schon ordentlich als positiv darstellen. Dann haben wir die nächste Zeitreihe. Die nächste Zeitreihe, das ist das öffentliche Vermögen in Deutschland, und zwar das Nettovermögen. Das Nettovermögen steigt kontinuierlich an bis ungefähr 1970. Ab 1970 finden wir, dass das Nettovermögen stagniert. Der nächste Hubbel, den wir dann sehen, das ist die Deutsche Wiedervereinigung, Treuhandvermögen. Da gibt es nochmal einen kleinen Sprung nach oben. Aber dann, Anfang der 90er Jahre, haben wir einen Trend, der nach unten geht und der dann hier ausklingt. Den kleinen Hubbel am Ende, das ist nochmal die Finanzkrise, Verstaatlichung von Banken. Und das insgesamt haben wir ein öffentliches Nettovermögen, was verglichen mit 1950 um den Faktor 1,6 gewachsen ist. Das erstmal zum Vermögen in Deutschland. Die zweite Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, ist die der Einkommensverteilung. Und zwar der Einkommensverteilung zwischen unseren zwei wichtigsten Faktoren, Arbeitseinkommen und Kapital. Wieder haben wir eine Indexreihe von 1950 und wieder ist es normiert. Und hier das Volkseinkommen, was wir auch vorher gezeigt hatten, mit dem Faktor 8,0 gestiegen als Vergleich. Wenn wir uns jetzt die Kapital- und Volkseinkommen im Zeitablauf angucken, finden wir in erster Zeit wieder ungefähr bis Mitte der 80er Jahre. Das Volkseinkommen hat einen gleichen Anteil von Vermögens- und Kapitaleinkommen. Beide wachsen im Gleichklang. Die Aufteilung ist ungefähr 20% Kapitaleinkommen, 80% Arbeitseinkommen. Und das ist bis Anfang der 80er Jahre auch konstant so geblieben. Ab den 80er Jahren passiert wieder irgendetwas. Und zwar finden wir hier, dass das Volkseinkommen
viel weniger stark wächst als das Vermögenseinkommen, das Kapitaleinkommen. Das Kapitaleinkommen fängt an, einen viel größeren Anteil des Volkseinkommens auszumachen und steigt insgesamt von 1950 bis 2013 um den Faktor 12,5 und macht am Ende dieser Zeitreihe ungefähr 30% des Volkseinkommens aus. Während das Arbeitseinkommen ungefähr auf 70% absinkt des gesamten Volkseinkommens und dann auf die ganze Zeitraum ungefähr um den Faktor 7 gestiegen ist. Das heißt also, wir haben hier eine Volkswirtschaft, die reicher geworden ist, eine Volkswirtschaft, wo Kapitaleinkommen eine größere Bedeutung erlangen. Und das ist ja für eine Volkswirtschaft, die kapitalintensiver produziert, auch erstmal ganz natürlich. Die Frage ist nur, wer profitiert von diesen Kapitaleinkommen? Kapitaleinkommen bedeutet natürlich, dass das Kapitaleinkommen denen zufließt, die entsprechendes Vermögen besitzen. Und wir wissen zum Beispiel in Deutschland, dass ungefähr ein Drittel des Vermögens, dem obersten 1% gehört und dass ungefähr 50%, also die Zahlen sind jetzt für 2010/11 um den Zeitraum, dass ungefähr 50% kein nennenswertes Vermögen haben, dass sie also auch nicht nennenswert davon profitieren, wenn wir eine höhere Entlohnung des Faktors Kapital in unserer Volkswirtschaft haben. Das bedeutet, wenn das Volkseinkommen zunehmend wächst, weil das Kapitaleinkommen wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass gewisse Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugang zu diesem Vermögen haben, entsprechend von dem Wachstum nicht profitieren. Das heißt, wir sind nicht mehr bei Ludwig Erhard Wohlstand für alle, sondern wir haben jetzt eine funktionale Verschiebung der Einkommensverteilung, die dafür sorgt, dass Wachstum bei gewissen Bevölkerungsschichten ankommt und bei anderen wahrscheinlich nicht. Und wenn schon Piketty als einer der Inconvenient Truths-Vorredner von mir genannt wird, dann möchte ich ihn auch gerne zitieren. Hier sind seine Einkommenskonzentrationen, mit denen er in seinem Buch und auch in seinen Arbeiten Capital in the 21st Century so Furore gemacht hat. Und das sind die Zahlen für Deutschland wieder von 1950 bis 2010. Auch hier haben wir jetzt die Einkommenskonzentration des obersten 10-5%, dann von 5-1% und dann das Top-1%. Thomas Piketty konstruiert diese Sachen aus zum größten Teil Einkommensteuerdaten, die entsprechend ein bisschen manipuliert sind, um den Rest der nicht erfassten Einkommen abzubilden. Aber hier handelt es sich um Brutto-Einkommenskonzentration. Was wir hier haben, ist, dass wir uns drei Phasen angucken können. Zur ersten Phase haben wir bis in 1970, wenn wir uns die rote und die grüne Linie angucken, eine Abnahme der Einkommenskonzentration. Das heißt, von 1950 bis 1970, also die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders und kurz danach, haben wir wirklich eine Situation, wo hohes Wirtschaftswachstum haben. Und dieses hohe Wirtschaftswachstum kommt auch unteren Einkommensgruppen zugute. Das bedeutet, wir haben hier wirklich ein Inclusive Growth. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, was insbesondere den unteren 90% in unserer Gesellschaft zugute gekommen ist, zumindest überproportional gegenüber den oberen 1-5%. Dann stagniert die Einkommenskonzentration ungefähr bis Mitte der 80er Jahre. Und nach Mitte der 80er Jahre, in dem Moment, wo das private Vermögen auch so stark ansteigt und wir auch schon gesehen haben, dass wir diese funktionale Verschiebung der Einkommensverteilung haben, parallel dazu steigt dann auch die Einkommenskonzentration drastisch an. Und das spiegelt ein bisschen die Tatsache höchstwahrscheinlich wider, dass dieses Vermögen, die Vermögenseinkommen sehr stark in der Spitze der Einkommensverteilung konzentriert sind. Also haben wir ab 85 auf jeden Fall eine Konzentration des Wachstums am oberen Ende der Gesellschaft. Die Frage ist, was ist zu der gleichen Zeit auf dem Arbeitsmarkt passiert? Auf dem Arbeitsmarkt können wir uns angucken, wie die Lebenserwerbseinkommen und hier die Netto-Lebenserwerbseinkommen sich entwickelt haben. Hier haben wir drei Einkommensklassen, das 20%-Perzentil, P20, das P50 und das P80. Und wieder ist es eine indexierte Wachstumsreihe auf das Jahr 1935, auf den Geburtsjahrgang 1935. Was haben wir gemacht? Wir haben uns Erwerbsbiografien in Deutschland der Sozialversicherung genommen, haben aus diesen Erwerbsbiografien errechnet und mit Mikrosimulationsmodellen und Haushaltsdaten und Ähnlichem ein relativ umfangreiches Forschungsprojekt uns angeguckt, wie sich das Netto-Lebenserwerbseinkommen entwickelt hat, um damit darzustellen, wie die Chancen und diese Teilhabe an der Gesellschaft über den primären Faktor, den den meisten Haushalten zur Verfügung steht, nämlich deren eigenes Humankapital, deren Arbeitskraft dafür sorgt, dass sie an Wirtschaftswachstum teilhaben können. Und auch hier haben wir wieder drei Phasen.
Wir haben erstmal für die Geburtskohorten, die 1935 geboren sind und dann bis 1945, also die, die während der Wirtschaftswunderzeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt gekommen sind, da ihre beruflichen Karrieren angefangen haben, ein stetiges Wachstum. Interessant ist, dass das 20-, 50- und 80-Prozent-Perzentil alle parallel waren. Das heißt, das Wachstum kommt an allen Einkommensklassen hier parallel an. Also es gibt keinen Ausschluss am Wirtschaftswunder. Dann geht es weiter. Es flacht ein bisschen ab und ab 1950 passiert dann eine dramatische Änderung. Hier ist es so, dass die unteren Einkommensklassen massiv verlieren. Das heißt, wenn man sich anguckt, wer 1971 geboren ist, dann wird er in der Erwartung einen Lebensstandard selbst mit seiner eigenen Arbeitskraft erwirtschaften können, der ungefähr dem entspricht, den die Geburtskohorte 1937 auch hatte von den Leuten, die in dem untersten Skillsegment sozusagen waren. Wenn wir uns das angucken für die mittleren Einkommen, dann sieht es so aus, dass die mittleren Einkommen noch ein bisschen stärker gestiegen sind und dann aber auch kontinuierlich vor 1955 angefangen haben zu fallen. Und gucken wir uns die Arbeitseinkommen etwas oberhalb an, in dem 80. Perzentil, finden wir, dass wir erst eine Zunahme haben und danach eine Stagnation. Wie gesagt, das sind Netto-Lebenserwerbseinkommen, das sind Einkommen nach Steuern, mit Transfers und nach Sozialabgaben natürlich und entsprechende Versicherungsleistungen sind da reingeleistet. Das heißt, wir können schon sehen, dass ab 1955 der Arbeitsmarkt auf jeden Fall nicht mehr in der Lage ist, an die Arbeitnehmer ein gleichmäßiges Wirtschaftswachstum weiterzugeben und dass nach der Wirtschaftswunderzeit die Idee, dass wir Wachstum allgemein über den Arbeitsmarkt an eine breite Bevölkerung weitergeben könnten, eine Illusion ist. Und da hilft es auch nicht, wenn wir über Vollbeschäftigung und andere Sachen nachdenken, also einfach die Entlohnung des Kapitals, des humanen Kapital, des Faktor Arbeits, wird dazu nicht mehr ausreichen, um diese Idealwelt, die wir in der Wirtschaftswunderzeit hatten, wiederherzustellen. Und man sollte sich davon verabschieden, dass der Arbeitsmarkt in seiner Funktion jemals dazu in der Lage sein wird, wahrscheinlich in der Zukunft diese Funktion, die er einmal hatte, wieder zu erfüllen. Ja, das sind nochmal die stilisierten Fakten des Vortrags zusammengestellt, aber ich denke, das Wiederholen brauche ich nicht. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann hoffe ich auf eine spannende Diskussion. Danke. Gehen wir direkt weiter, liebe Frau Dr. Niehuis. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung auch mit dem Thema tatsächlich und gefühlte Wahrheit. Und was sagen Sie dann zu diesen stylized facts, zu diesen Fakten? Ja, zunächst einmal, wir haben ja heute Morgen oder wir haben jetzt schon viel über Offenheit für Disziplin gesprochen. Also ich bin zwar vom Hintergrund Ökonomin, habe aber tatsächlich mein Doktorandenstudium in einem interdisziplinären Doktorandenprogramm abgelegt, war die einzige Ökonomin unter Politik- und Sozialwissenschaftlern, habe also ein soziologisches Doktorandenstudium abgelegt und bin da dann auch viel in Kontakt gekommen mit sozialwissenschaftlichen Einstellungs- und Umfragedaten. Und wenn man sich dann die Daten anschaut, dann sieht man vor allem eins, dass die Leute im Endeffekt gar keine Ahnung haben, also keine Ahnung haben, wo ihre eigene Position in der Gesellschaft ist und auch nicht, wie es mit der Gesellschaft insgesamt aussieht. Da gibt es zum Beispiel ein ganz interessantes Tool von der OECD, wo man abgefragt wird, wie hoch sein eigenes Einkommen ist. Also in diesem Fall ganz klar das Einkommen, man soll angeben, wie das monatliche Nettoeinkommen ist, nach Steuern und nach Transfers. Und dann zeigt sich, dass im Durchschnitt die meisten Leute, also mit niedrigen Einkommen, tendenziell ihre Einkommensposition überschätzen. Die mit höheren Einkommen unterschätzen sie. Also insgesamt, wenn man sich das anschaut, gibt es sozusagen eine Verzerrung in die Mitte, wenn man sich die eigene Wahrnehmung anschaut, also der eigenen Einkommensposition. Dann wurden die Leute auch gefragt, was sie glauben, wie viel die oberen 10% in der Gesellschaft an Nettoeinkommen besitzen. Und dann haben die Befragten im Durchschnitt angegeben 60%. Und dann wurden sie auch gefragt, wie viel sie sich denn wünschen würden, dass die oberen 10% besitzen. Und dann haben sie gesagt 25%. Und jetzt, wenn man sich das fürs Einkommen anschaut, und hier ging es jetzt ja ganz konkret ums Einkommen, dann ist es in Deutschland 23% beim Nettoeinkommen. Jetzt ist natürlich klar, also wenn die Leute wahrscheinlich nach dem Vermögen befragt worden wären, zumindest was diese Verteilung obere 10% angeht, würden sie wahrscheinlich ganz ähnliche Sachen angeben, weil das ist das nächste Problem. Die meisten Leute werden gar nicht unterscheiden können zwischen Einkommen und Vermögen. Was halten Sie dann von diesen Effekten? Ist das dann ein Inconvenient Truth oder sagen Sie, ach, da ist so viel
was gefüllt ist und was noch ein bisschen anders ist, ist überhaupt kein Problem. Ist nur interessant. Also, ja, ich glaube, es ist schon interessant. Also ich glaube, man sollte sich das auch weiter angucken. Also gerade auch, wenn man jetzt in Entscheidungsmodellen, wenn man dann sozusagen irgendwelche tatsächlichen Größen einfügt, dass die dann durchaus abweichen können von der wahrgenommenen Größe. Und sei es einmal, was die eigene Position angeht oder auch die Position der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, den wir heute schon viel gehört haben, dass man sich auch nicht nur mit sozusagen einem tatsächlichen Einkommen beschäftigen sollte, sondern vielleicht auch, was die Leute wahrnehmen, also mit Bezug auf sich selbst, aber auch mit Blick auf die Gesellschaft. Das erinnert mich an eine Studie von 20 Jahren her. Ja, ich bin schon ein bisschen älter als hier, das Penno. Und da war gefragt, was halten Sie dann eigentlich für ein Einkommen, mit welchem Sie zufrieden sind? Ihr eigenes Einkommen oder mehr oder weniger? Da war natürlich das Idealeinkommen, war interessanterweise immer mehr natürlich, aber das war auch ganz genau bei jeder so ungefähr 20% mehr. Also nicht das Doppelte oder so, aber man ist zufrieden mit 20% mehr. Rechnen Sie alle selber aus, was ist für Ihnen 20% mehr und Sie fühlen sich ganz zufrieden heute Nachmittag. Aber das ist auch so ein Punkt der wahrgenommenen. Also es ist auch also tendenziell, wenn die Leute befragt werden, für wie ungerecht sie die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland halten, dann sehen wir da auch einen steigenden Anteil derjenigen, die die wirtschaftlichen Verhältnisse für ungerecht halten. Aber der nimmt jetzt leicht zurück, obwohl sich ja an der Ungleichheit nichts getan hat. Aber wir sehen natürlich jetzt in den letzten Jahren doch auch deutliche Realeinkommenszuwächse in allen Einkommensbereichen. Das heißt, dafür, ob die Leute einschätzen, wie gerecht die Gesellschaft ist, spielt es auch eine große Rolle, also was sie selber in ihrer Tasche erhalten. Ja. Gehen wir zu Dr. Glattfelder. Sie sind auch multidisziplinär hier, weil Sie sind Physiker und auch damit absolut nicht Ökonom, also Physiker, Mathematiker, also Physiker. Was halten Sie dann für diese Forschung? Ist das irgendwo, hat das noch mit analytischer Aussagekraft zu tun oder ist es alles, wie haben Sie das gesagt, Professor Weimar? Gö, gö oder so, was war das nochmal? Ja, Uga, Uga, hä? Ja. Also, oder ist es, macht Sinn so? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich optimistisch bin und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich vor einem Paradigmenwechsel stehen in der Ökonomie, weil unsere komplexe, vernetzte Welt lässt sich einfach nicht mehr so gut mit klassischen Theorien erklären und verstehen. Und da haben wir jetzt einfach neue Möglichkeiten und Werkzeuge, welche aus zum Beispiel der Komplexitätsforschung kommen. Und da geht es auch im einen darum, dass man nicht einen repräsentativen Agenten definiert und diesen dann mal 1000 nimmt, sondern dass jetzt neu der Fokus auf dem Netzwerk der Interaktion zwischen den Agenten steht. Und das ist jetzt der Paradigmenwechsel, dass eigentlich die Komplexität des Agenten ist egal, ob das jetzt ein Mensch oder ein Unternehmen ist. Es geht jetzt nur darum, wie die miteinander in Beziehung stehen. Und glücklicherweise sind wir jetzt auch im Zeitalter des Big Data. Es war noch nie so einfach und so billig vor allem, Daten zu messen, zu speichern und zu verarbeiten. Und zum Beispiel heute kann ich mit meinem Desktop ein Datenvolumen analysieren, wofür ich vor nicht so langer Zeit eigentlich einen Supercomputer gebraucht hätte. Mhm. Und eigentlich genau mit diesen Tools kann man jetzt neue Erkenntnisse gewinnen. Und zum Beispiel haben wir jetzt das globale Unternehmensnetzwerk analysiert und darin die Eigentumsbeziehungen. Und wir haben eine ziemlich starke eigentlich Anballung von Macht gefunden. Und konkret heißt es, dass einfach ein paar hundert Unternehmen, die also überproportional viel Einfluss auf das globale System haben. Und wenn wir jetzt die Evolution des Netzwerks in der Zeit anschauen, dann sehen wir auch, dass eigentlich dieser Kern sehr robust ist. Also nicht mal die Finanzkrise konnte da was anhaben. Und was das heißt, ist, dass wir jetzt mit eigentlich, wir sehen, dass das hier im Netzwerk emergente Machtstrukturen hat. Und das sind so die Themen, wo man jetzt eigentlich konkret eigentlich das aufgreifen und da verändern kann. Aber ich denke so, die Komplexität zu entschlüsseln ist nur der erste Schritt, weil eigentlich
gibt es keinen Grund, wieso unsere menschlichen Systeme nicht auch kollektiv intelligent sein sollen. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass es möglich ist, dass unsere Systeme auch anpassungsfähig, robust und nachhaltig sein können, wie eigentlich die komplexen Systeme, die wir auch in der Natur sehen. Mhm. Können Sie zwei Beispiele nennen, was da für Unternehmen und von Politik zu gewinnen wäre? Ich meine, von der Politik her wäre es wichtig, dass man einfach den Wert der Daten schätzt und dass man da mehr Transparenz und Öffentlichkeit und einfach, dass man da viel mehr Zugang zu diesen Daten hat, weil eigentlich die anderen Disziplinen, die mit den gleichen Werkzeugen arbeiten, die haben einfach Zugriff auf viel mehr Daten. Und das wäre eigentlich wünschenswert in der Ökonomie, dass man da auch von der Politik her einfach viel mehr, das können auch anonymisierte Daten sein, aber dass man einfach weiß, wie der Zustand aussieht. Und ich denke auch für die Unternehmen ist es mal wichtig zu wissen, wo sie im Netzwerk sind, weil das Stichwort too big to fail, das ist eigentlich irrelevant, weil es geht nicht um die primäre Größe, es geht darum, wo im Netzwerk diese Unternehmen sind und wie sie miteinander in Beziehung stehen. Mhm. Und da kann es sein, dass eigentlich ein Finanzinstitut, das nicht so groß ist, extrem systemrelevant ist. Aber das weiß keiner. Das weiß man erst, wenn man das ganze Netzwerk dieser Interaktionen entschlüsselt. Professor Peicher, Sie haben als Forschungsschwerpunkt Einkommensungleichheit und Chancengerechtigkeit. Wenn wir das so hören über Machtkonzentration bei Unternehmen und auch ein Paradigmenwechsel, mehr mit Big Data, mehr mit Komplexität ist das alles Naturwissenschaft, ist das alles selbstverständlich oder ist da auch etwas zu steuern? Verlieren wir etwas? Da ist sicherlich was zu steuern. Also man sieht ja die Machtkonzentration in Unternehmen, aber man sieht auch, was Tim hier gezeigt hat, die zunehmende Konzentration von Einkommen und Vermögen, nicht nur in Deutschland, aber auch in den USA, wo das noch viel stärker ist. Und man sieht, dass das so Mitte der 80er Jahre begonnen hat. Und da, wenn man sich anschaut, Ende der 70er Jahre war der Spitzensteuersatz in den USA 70%, nach den zwei Reformen von Reagan 28%. Und natürlich ist es schwer, da einen kausalen Zusammenhang festzustellen, weil es empirisch schwierig ist, mit Länderbeobachtung kausale Effekte zu identifizieren. Aber wenn man sich das anschaut, Höhe Spitzensteuersatz im Verhältnis zur Konzentration der oberen Einkommen oder Vermögen in den Händen von wenigen Leuten, dann sieht man auf jeden Fall eine Korrelation. Und Korrelation ist immer ein guter Indikator, dass da eventuell auch was Kausales dahinter ist. Natürlich nicht immer, aber in der Makro ist es eben nicht möglich, wirklich kausale Zusammenhänge empirisch sauber zu identifizieren. Insofern sieht man das und natürlich ist das auch ein gewisses Problem, wenn man sich jetzt die Vorwahlen in den USA anschaut, dass ein Milliardär da eine gewisse wichtige Rolle spielt, dann sieht man auch, dass das zu einer Konzentration in der Macht oder politischen Macht führen kann. Und deshalb denke ich, ist das Thema der Chancengerechtigkeit sehr wichtig. Und das geht auch ein bisschen damit hinein, was Judith gesagt hat, nämlich auch so die gefühlte Wahrnehmung. Ein Beispiel für die Chancengerechtigkeit ist immer so dieser American Dream, die Wahrscheinlichkeit, vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen. Und in keinem westlichen Land ist diese Chance so niedrig wie in den USA. Also ist in Deutschland viel höher oder in Schweden noch viel höher als in Deutschland, aber es ist in keinem Land so niedrig von den westlichen Ländern wie in den USA. Aber wenn man in Befragungen schaut, bis vor die Finanzkrise hat jeder zweite oder dritte Amerikaner an diesen amerikanischen Traum geglaubt. Und deshalb wurden sie auch gefragt, warum wollen sie niedrige Steuern? Weil so ungefähr, wenn ich einmal Millionär bin, dann will ich keine Steuern zahlen. Dass die Chance, Millionär zu werden, so gering ist, hat man halt leider nicht gesehen. Und es gibt von Miles Corrick, einem kanadischen Ökonomen, eine schöne Grafik, die ist mittlerweile als die Great Gatsby Curve bekannt. Wenn Sie den Roman Great Gatsby kennen, wird immer so als das Scheitern des amerikanischen Traums gesehen oder ein Roman über das Scheitern des amerikanischen Traums. Und es gibt einen Zusammenhang, natürlich wieder nur eine Korrelation zwischen Einkommensmobilität oder der Wahrscheinlichkeit, vom Tellerwäscher zum Millionär zu bekommen, und Ungleichheit. Je größer die Ungleichheit, desto niedriger ist diese Chance. Über viele Länder hinweg sieht man, wie gesagt, die Ungleichheit ist niedrig in skandinavischen Ländern und dort ist diese Wahrscheinlichkeit am größten.
Insofern ist es, denke ich, wichtig, sowohl für, an dieser Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit, wie auch immer man das nennen möchte, daran zu arbeiten und insbesondere dann aber auch die Wahrnehmung der Bevölkerung da zu berücksichtigen. Wenn wir da vielleicht direkt dann weitergehen in eine zweite Phase in unserer Diskussion, wo wir auch mögliche neue Ideen oder neue Instrumente besprechen. Sie haben etwas entwickelt wie ein Chancenmonitor. Wie sieht das aus und was könnte das bringen? Also entwickelt haben wir den noch nicht. Das hat sich so ein bisschen jetzt in einer Diskussion ergeben. Die Frage ist ja letztlich, wir beschäftigen uns ja hier mit der Frage inklusives Wachstum. Und die Frage ist, Wachstum von was? Es wurde vorhin auch schon ein bisschen, in einem Vortrag hatten wir diese Grafik gesehen, Zusammenhang mit zwischen GDP und Subjective Wellbeing. Und es gab ja verschiedene Kommissionen, die Sen-Stieglitz-Fitoussi-Kommission oder die Enquete-Kommission hier der Bundesregierung und Amartya Sen oder verschiedene Leute haben sich darüber beschäftigt mit der Frage Beyond GDP. Also was ist GDP, BIP, sind das gute Wohlstandsindikatoren oder sollte man andere Sachen berücksichtigen? Und es gibt verschiedene Sachen. Wenn man sich zum Beispiel nur anschaut, den Wert der Freizeit, einfach nur, man nimmt Einkommen und Freizeit zusammen, dann ändert sich wieder unter den OECD-Ländern, GDP per capita ist die USA auf Platz 1. Wenn man berücksichtigt den Wert der Freizeit, ist auf einmal die USA nur noch im Mittelfeld und andere Länder wie die Niederlande sind, glaube ich, auf 1, Österreich auf 2, Deutschland auf 3. Und so ändern sich die Rankings von Ländern. Wenn man andere Maße nimmt. Und natürlich kann man überlegen, was ist der beste, ist der Human Development Index. Und was wir denken, was besonders wichtig ist, ist in irgendeiner Form diese Chancengerechtigkeit, sozusagen diese Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs, was eben auch eine zentrale Rolle in der sozialen Marktwirtschaft spielen sollte, dass man eben die Chance hat, durch eigene Anstrengungen entsprechendes Einkommen, Vermögen, Wohlstand zu erreichen und dass man das besser berücksichtigen muss und dass das entsprechend auch von der Regierung, es gibt ja verschiedene Berichte, es gibt den Armuts- und Reichtumsbericht und warum sollte man nicht auch in einer ähnlichen Berichterstattung über die Chancen oder die Aufstiegschancen berichten können und das erforschen und entsprechende neue Indikatoren zu entwickeln. Also, da ist noch viel zu tun, aber wenn hier auch noch andere sind, die da mit Ihnen gerne mitarbeiten, natürlich herzlich willkommen, glaube ich. Aber so einen Chancenmonitor zu bauen ist, muss man auch aufpassen, dass es nicht so komplex wird, dass unsere Physiker sagt, also Komplexität ist schön, aber man muss den Zusammenhang auch noch irgendwo herstellen. Ne? Aber das ist eigentlich das Lustige an der Komplexitätsforschung, dass der Komplexität zugrunde liegend ist oft ein ganz einfaches Verhalten. Also zum Beispiel beim Vogelschwarm, das ist irgendwie so ein gutes Beispiel, als man das irgendwie im Computer reproduzieren wollte mit so Top-Down-Regeln, das war viel zu schwierig, bis man herausgefunden hat, eigentlich braucht es drei Regeln für die Vögel, die stilisierten im System. Und das sind eben ganz banale Sachen, dass man halt nicht mit seinem Nachbarn kollidieren wird, in die gleiche Richtung und so die gleiche Geschwindigkeit hat. Und dann macht man das mal 10.000, drückt Start und dann kommt so ein Vogelschwarm aus dem Computer mit ebenso emergenten Verhalten, dass man kann es stören, das teilt sich auf, es reorganisiert sich wieder. Also eigentlich Wahnsinn, wie auch bei Ameisen, dass eigentlich so die Individuen sind eigentlich nicht sehr intelligent, aber das Kollektiv ist sehr intelligent und das ist eigentlich für mich die Frage, wieso wir Menschen individuell so intelligent sind, aber irgendwie unsere kollektiven Systeme könnte man vielleicht noch ein bisschen besser designen. Ich glaube, es wäre gut, dass Sie das zusammen bearbeiten. Ne? Wenn wir wenn wir diese Thematik von wachsender Ungleichheit und Inconvenient Truths besprechen, ein Teil der Antwort kann sein, mehr Chancengerechtigkeit und dafür müssen wir die Chancen besser monitoren, sodass wir wissen, wo wir angreifen sollen. Ein anderer klassischer Ansatz ist natürlich, um zu sagen, nein, es geht nicht darum, weil wir können das nur sehr teilweise ändern, es geht darum, dass es, was wir haben, dass es anders verteilt wird. Also, dass die Distribution of Wealth, etc. Professor Bönke, haben Sie da vielleicht noch Ideen? Ideen habe ich viele.
die Zeit ist wahrscheinlich zu kurz, aber ich denke, man sollte sich erstmal überlegen, was unser Ziel ist als Gesellschaft. Wenn wir als Ziel, als Gesellschaft wirklich wirtschaftliche Teilhabe aller Bürger und Bürgerinnen haben wollen, dann ist es vielleicht spannender zu überlegen, warum funktionieren die Mechanismen von früher nicht mehr. Und meiner Meinung nach funktionieren die Mechanismen früher nicht mehr, weil wir in einer wunderbaren Zeit leben, in der körperliche Arbeit weniger gefragt ist, wo wir von der Industriearbeit in eine Dienstleistungsgesellschaft gehen, wo unheimlich viel Potenzial freigesetzt wird. Und vor dem Hintergrund, dass wir sehr viel Potenzial freisetzen, aber nur wenige vielleicht davon profitieren, weil wenigen das Kapital gehört, dann kann man natürlich überlegen, ob diese Erträge, dieses technologischen Fortschritt, ob die nicht allen der gesamten Gesellschaft zugutekommen müssen. Und wenn wir dann sagen, okay, das können wir tun, indem wir Vermögen umverteilen. Ich bin ein Gegner der Vermögensteuer. Ich bin ein bedingter Fan der Erbschaftssteuer. Ich finde solche Sachen problematisch. Ich finde, man sollte die Bevölkerung selber in der Lage versetzen, die Entscheidung zu treffen und das nicht zu paternalistisch sehen. Und das bedeutet aber eventuell, dass wir, wenn wir sehen, dass Leute kein Vermögen haben und kein Vermögen aufbauen, da eventuell als Volksgemeinschaft, als Gesamtes, als Nation oder als Europa versuchen, einen Grundstock an öffentlichen Vermögen wieder zu schaffen. Wir haben es gesehen, das öffentliche Nettovermögen in Deutschland ist auf dem Niveau von 1950, dass man für die Zukunft vorsorgt, ähnlich wie es die Norweger mit ihrem Staatsfonds und den Ölausgaben tun. Deutschland hat Exportüberschüsse. Eine Idee ist, Exportüberschüsse sozusagen zu diversifizieren, indem wir statt Exportüberschüssen Bürgschaften für exportierende Unternehmen oder sowas sozusagen diversifizieren als Anlagen im Ausland, bei anderen Ländern, in globalen Aktienmärkten, auch um eine Risikostreuung herbeizuführen und dann die breite Bevölkerung sozusagen über den Umweg von solchen Investmentvehikeln wieder mehr an Vermögen teilnehmen zu lassen. Das ist eine Diskussion, die ist nicht neu, die Ideen sind alt und ich glaube, da haben die Ökonomen auch genug Ideen. Ich glaube, das Wichtige ist die Erkenntnis oder dass wir sagen, dass zum Beispiel in Deutschland der Arbeitsmarkt, der eine so wichtige Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, dass der in absehbarer Zukunft nicht mehr in der Lage sein wird, diese wichtige Rolle zu spielen, Wachstum für breite Bevölkerungsschichten zu ermöglichen oder Teilhabe am Wachstum. Wir sollten aber nicht vergessen, dass natürlich Teilhabe auch über hochqualitativ bereitgestellte öffentliche Güter, Bildung und andere Sachen, eine gute Umwelt, gute Infrastruktur erfolgt. Also dann nur auf das Einkommen zu gucken, das ist natürlich auch eine Sache, die dann wieder zu kurz kommt. Ich glaube, das ist ein allumfassendes Assessment, was man machen muss der Situation und dann wirklich, ja, was wollen wir? Mhm. Und wenn wir das beantwortet haben, dann können, glaube ich, Ökonomen hingehen und sagen, ja, wenn die Politik das und das will, ich habe eine Schublade voll mit Ideen und das wären vielleicht Möglichkeiten, in diese Richtung uns zu bewegen. Interessant, aber als Ex-Politiker habe ich dann auch eine Frage an Ihnen. Ich habe diese Grafiken gesehen und das Moment, dass die Schere auseinandergeht, ist auch ungefähr das Moment, dass die Staatsverschuldung sehr zugenommen ist. Und wir wissen natürlich, Staatsverschuldung ist Bereicherung von den Reichen, ne? Weil wir verkaufen die Wertpapiere und die kommen, das ist Kapital. Und statt dass wir die Reichen Steuer bezahlen lassen, geben wir die Wertpapiere und damit werden die Reichen, also damit ist jetzt die Staatsverschuldung pro Kopf in Deutschland besser als in Griechenland, aber pro Kind ist das gleiche als in Griechenland, weil wir so wenig Kinder haben. Damit kommt eigentlich die Frage, man kann mit Wertpapieren oder mit Dividende etwas tun, aber ist es nicht insgesamt viel besser, um die Staatsverschuldung ganz zurückzubringen? Die Staatsverschuldung zurückzubringen? Ja. Also für die nächste Generation. Ist das nicht an sich auch eine Umverteilung? Wenn die nächste Generation noch mehr belasten. Nein. Weniger belasten. Ja. Weniger belasten. Gut. Wenn die Wirtschaft erfolgreich ist, würde ich sagen, ist eine Staatsverschuldung eine Anleihe auf die Zukunft, die jetzt per se nicht schlecht sein muss. Wenn das Wirtschaftsmodell Deutschland innovativ ist, Wachstum bringt, dann würde ich sagen, wenn Staatsverschuldung zu Wachstum führt, kein Problem. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir mehr Probleme haben, wo wir nicht ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept für unsere Volkswirtschaft haben, dann würde ich sagen, wir sind kein gutes Investment und wir sollten die Staatsverschuldung zurückfahren. Wenn die Staatsverschuldung aber darin endet, dass wir Zukunftschancen für die nächste Generation verspielen, also so ein dogmatisches Rückfahren der Schulden, dann würde ich sagen, nein, das ist falsch. Aber ich würde sagen, auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, die Diskussion um die optimale Staatsverschuldung in der Wissenschaft wird gar nicht so
stark geführt, wie sie in der Politik geführt wird. Hier geht es, glaube ich, eher darum, also auch wenn ich die deutsche Diskussion sehe, dass wir die Angst haben, dass Politiker verantwortungslos handeln und Schulden zu machen leichter sind, als Steuern zu erhöhen. Und ich glaube, das ist eher das Problem, was man da sieht. Professor Peicher. Ja, ich möchte, oder vielleicht wenn man anknüpft an Politikempfehlungen geben möchte, etwas, was Tim angesprochen hat, Vermögenserbschaftssteuern ist natürlich was, wenn man überlegen will, wenn man sagt Chancengerechtigkeit, das hängt sehr stark von der Herkunft ab. Also wir haben zum Beispiel eine ZDW-Studie jetzt gemacht, dass ungefähr in der Kohorte, die hier sitzt, so Mitte 30, ungefähr 50% der Ungleichheit, die wir in unserem Einkommen haben, lässt sich durch unsere Herkunft oder Kindheit erklären. Also aus welchem Elternhaus wir kommen, wie wir erzogen wurden, wie wir aufgewachsen sind, auf welche Schule wir gegangen sind. Und wenn man das sieht und daran denkt dann, und überlegen würde, wie kann man Chancengerechtigkeit herstellen, dass das Ideal, was natürlich sich nicht umsetzen kann in so einer Denkweise, was auch eher statisch wäre, wäre natürlich die Kinder umzuverteilen, zufällig auf Eltern verteilen. Aber etwas ernsthafter würde man dann sofort natürlich an eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer denken. Aber wie Tim auch schon gesagt hat, ist das natürlich sehr, sehr problematisch aus verschiedenen anderen Gründen, insbesondere aus einer dynamischen Perspektive. Und von daher, ich glaube, etwas, was Herr Jung auch vorhin angesprochen hat, die Sachen, die Jim Heckman macht, es zeigt sich in den Studien, dass die frühkindliche Bildung, insbesondere im ersten Lebensjahr, schon sehr, sehr großen Einfluss auf das spätere Leben hat. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, dass man als Staat das erkennt und so eben jedem Neugeborenen, jedem Baby im Prinzip gute Chancen ermöglicht. Also hier ist es, das ist, glaube ich, etwas, was man erkennen muss und wo man sehr stark rein investieren muss, gerade in einem Land wie Deutschland mit einer alternden Gesellschaft, demografischer Wandel. Und wir kommen eben durch unsere Produktivität, unsere Ideen so stark in die Weltwirtschaft. Und da müssen wir noch stärker und noch viel mehr machen. Dr. Niehaus, ich nehme erstmal an, dass auch für ihn so etwas wie Investitionen in frühkindliche Bildung sich gut anhört. Was halten Sie von dieser Idee von nationaler Dividende? Also es kann sein, dass sehr viele normale Menschen denken, ach ja, etwas Kapital zu haben, also ein Teil in einen Staatsfonds, Mensch, gib mir Geld. Ich denke direkt daran, wie der finanziert werden würde und ob es sich tatsächlich auszahlt. Und es ist ja auch in dem Sinne kein zielgerichtetes Instrument, also aus Verteilungsperspektive. Aber ich würde jetzt noch auf den Punkt mit der frühkindlichen Bildung, also das ist ja ein Punkt, der ist ja eigentlich immer konsensfähig. Also ich habe, glaube ich, noch keine Diskussion erlebt, wo man gesagt hat, das ist nicht wichtig, jetzt die frühkindliche Bildung und so weiter zu erhöhen. Und ich glaube, in der Umsetzung scheint es aber dann doch ja immer etwas schwieriger zu sein. Also es gibt ja viele Sachen, wo sich die Ökonomen und vielleicht auch viele andere Wissenschaftler einig sind, dass es positive Effekte hätte, aber am Ende wehrt sich dann die Bevölkerung dagegen. Also ich weiß nicht, es gibt nicht viele Wissenschaftler, die ein Betreuungsgeld als positiv empfunden hätten. Und am Ende wird es, also wenn es nicht verfassungsrechtlich abberufen wurde, wird es eingeführt. Und ich glaube, vielleicht kann man da dann tatsächlich auch von Verhaltensökonomen oder Verhaltensforschern lernen, dass man vielleicht sich da wirklich anguckt, wie man solche Politiken einführen kann, dass sie auch tatsächlich umgesetzt werden. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man dann, sei es jetzt mit einem Nudging oder und so weiter, dass man so vielleicht dann Maßnahmen einführen kann, dass wir tatsächlich mehr Chancengerechtigkeit erreichen können. Also Chancenmonitor und also weiterdenken, wie man die Ideen umsetzen kann, die bei Chancengerechtigkeit vielleicht schon ökonomisch untermauert sind gute Punkte. Letzte Worte von Tim Bönke über die Vorstellung von nationaler Dividende und dann kommen Publikumsfragen. Also wir haben darüber kurz gesprochen, ja. Aber es ist vielleicht auch so, dass diese Missverständnis über, dass es ein Umverteilungspunkt ist, ich glaube, Sie hatten etwas anders gemeint. Genau, also es gibt Ideen dazu, dass man, also wir haben ja nicht nur das Problem, dass große Teile der Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt angewiesen sind. Wir haben ja auch schon von Andreas gerade gehört, dass Zugang zu Vermögen über die Elternhäuser läuft, dass da ein Teil Chancenungleichheit einfach besteht von Geburt an. Und, aber es gibt auch ein anderes Problem und das betrifft auch die Erben. Wann erbt man in unserer Gesellschaft? Man erbt in der Regel, wenn man 50 ist. Und wenn ich mit 50 was von meinen Eltern erbe,
dann werde ich mit dem Vermögen wahrscheinlich nicht nur was Innovatives machen. Und die Idee von so einer nationalen Dividende zum Beispiel ist, dass man versucht, explizit jungen Menschen zu ermöglichen, einen Start ins Leben zu haben, ein Kapital zu geben, 20.000, 30.000 Euro, einfach eine Hausnummer, die man jetzt nicht durchgerechnet nichts ist, aber was hat das für einen Vorteil? Erstens würden Personen, die später in ihrem Leben was erben würden, dieses Erbe viel früher bekommen. Das bedeutet, sie hätten Kapital zur Verfügung, das sie innovativ benutzen könnten, unabhängig vom Elternhaus. Zweitens würde man mehr Chancengerechtigkeit zwischen verschiedenen Personen herstellen, weil man einfach dieses Geld zur Verfügung hat. Und man hat auch, das hat man zum Beispiel Erfahrung in Neuseeland gemacht, man hat, dass Personen, die wissen, dass sie dieses Geld erhalten vom Staat, fangen an, darüber nachzudenken, wie investieren sie es. Sie werden wirtschaftlich mündig, sie emanzipieren sich von ihrem Elternhaus und sie haben auf einmal Interesse an Demokratie und Gesellschaft. Sie engagieren sich mehr. Also die Kosten sind hoch, wenn man davon ausgeht, dass wir ganz viele schlimme Jugendliche haben oder Heranwachsende, die das ganz unverantwortlich machen, dann würde man sagen, das Geld ist verschwendet. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man einen neuen Zugang, eine neue Zivilgesellschaft gründet, die auch unabhängig von dem Erfolg ihrer Eltern oder ihres eigenen Volkes auf dem Arbeitsmarkt ein größeres Interesse wieder in der Gesellschaft hat. Also das ist eine utopische Spinnerei unter vielen, die wir haben, die dann zum Beispiel eine Sache ist, wenn man ein nationales Vermögen hätte, was Dividenden ausschüttet, das in so einer Form weiterzugeben. Scheue mich immer ein bisschen davor, das zu genau vorzustellen, weil das Forum hier in 5 Minuten geht das nicht. Also das ist ein bisschen komplexer, als ich es gerade versucht habe. Ich nehme 3 Fragen. 1, 2, 3. Wir haben schon 5, aber die erste 3. Dann da. Und Koskivara, BHF Bank, ich bin von meiner Sozialisation Finnin und ich finde die Diskussion in Deutschland über die frühkindliche Erziehung absolut spannend. Ich hätte ganz gerne mal von Ihnen gewusst, was wäre dann der Nudge, den den jungen Menschen dazu bringen würde, beispielsweise, wenn die bei mir eine Banklehre anfangen, kriegen die schlagartig im ersten Lehrjahr fast 1.000 Euro im Monat. Die werden anschließend auch ein ganz anderes Geld verdienen. Wenn dieser selbe junge Mann Erzieher werden möchte, zahlt er erst mal 5 Jahre für seine Ausbildung selbst, kriegt eigentlich so gut wie nichts dafür und wird in the long run auch immer im Niedriglohnsektor bleiben. Wie schaffen wir das, dieses System so zu natschen, dass all diese Leute, die wir für die frühkindliche Bildung brauchen, dass die tatsächlich solche Berufe in dieser Konstellation aufgreifen? Danke. Ja, die zweite. Zweite Frage war hier. Stefanie Kopmann, ich will Sie auch ein bisschen challengen. Sie sind die Next Generation für uns jetzt oder für uns alle hier. Und damit wir stabil in die Zukunft gehen und das alles managen, also Digitalökonomie wird uns überrollen, alles auf den Kopf stellen, was unser Rückgrat in Deutschland vielleicht auch bisher darstellt. Deswegen überdenken Sie oder bedenken Sie auch mal so Trends wie Gemeinwohlökonomie? Denken Sie das durch? Ist es so, dass das Kapital oder die Gewinnmaximierung tatsächlich uns ständig zum Treibenden machen darf? Oder sollte man nicht doch auch einfach mal durchdenken, dass das Wohlergehen der Mitarbeiter, die Innovationskraft und auch die Entfaltungsmöglichkeit tatsächlich wichtiger ist und wir am Ende der Bilanz vielleicht andere Daten stehen haben, vielleicht auch geschützt werden von Übernahmen, vielleicht auch Unternehmen sich in einer Größe befinden können und das da auch ruhen können und Bestes schaffen, ohne die Angst zu haben, feindlich übernommen zu werden oder wie auch immer. Also, dass wir aus dieser Mühle der AGs ein bisschen rauskommen. Ich will da einfach nur wissen, wie sehen Sie das und wie sehen Sie das in der Dynamik der Globalisierung, ob überhaupt innovative Ansätze eine echte Chance haben oder einfach nur eine Spinnerei bleiben. Danke. Dann noch eine Frage. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Peichel und eine an Herrn Bönke. Sie haben vorgeschlagen, dass man wegkommen müsse vom GDP als dem alleinigen Maß und dass man Indikatoren braucht. Das ist ja keine neue Forderung. Die Diskussion ist uralt.
Wir hatten in Frankreich die Sainte-Fertuzzi-Kommission mit 3 Nobelpreisträgern. Wir hatten in Deutschland eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die 2 Jahre getagt hat. Es ist letztendlich nichts dabei herausgekommen. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass wir dennoch Indikatoren finden, die etwas taugen und die vor allen Dingen genauso wie das GDP demokratisch sind? Denn wie hoch das GDP ist, entscheiden alle Bürger dieser Republik oder des entsprechenden Landes, in dem sie letztendlich produzieren, arbeiten, Kapital anbieten, Arbeit anbieten, Produkte kaufen und so weiter. Das ist ein demokratisches Maß, das durch Marktpreise bewertet ist. Jeder Indiz ist letztendlich von irgendwelchen schlauen Menschen erdacht und wird dann den Menschen übergestülpt als das Maß, mit dem sie jetzt bitte schön ihren Wohlstand zu messen haben. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass wir da dennoch weiterkommen können? Das war die eine Frage. Und die zweite Frage ist eine Verständnisfrage zu den Daten, die Sie uns gezeigt haben, insgesamt besonders was die Arbeitseinkommen angeht. In welchen Effekt hat die Wiedervereinigung auf diese Verläufe, insbesondere was den starken Abfall des untersten Perzipiels angeht. Danke. Fangen wir mit der Verständnisfrage an, Tim Böhnke. Ja, diese Erwerbsverläufe sind prototypisch, also nicht sind empirische Daten für westdeutsche Männer. Da sind Frauen nicht dabei, da sind und keine Ostdeutschen. Das bedeutet, was wir hier sehen, ist am unteren des P20, das stimmt schon einigermaßen, aber insbesondere bei den oberen Einkommen, da wird es ein bisschen ungenauer. Da haben wir Trends, wo die Schere noch weiter auseinander geht, insbesondere wenn wir auch Ostdeutsche mit dazu nehmen. Aber aufgrund der Komplexität, also es gibt Papiere, wo die alle drin sind, aber aufgrund der Komplexität und der Kurze der Zeit habe ich mich für die westdeutschen Männer entschieden, weil da die Trends am eindeutigsten sozusagen sind und am unstrittigsten. Aber der Effekt der Wiedervereinigung und die Frauenerwerbsbeteiligung am Arbeitsmarkt, die zunehmend ist, haben natürlich noch beide Effekte, die auf diese Erwerbsbiografien gehen und auch die zunehmende, dass wir Doppel-Einkommenshaushalte haben, dann bildet das nämlich nicht die ganze Realität ab. Aber insbesondere im unteren Rent haben wir meist fast immer Doppel-Einkommenshaushalte gehabt. Also das verstärkt einfach nur, dass die oberen sich noch ein bisschen weiter von den unteren entfernen. Ja, gut. Zum Thema Nudge für Erziehung. Fanny Hughes. Ja, in dem Fall hatte ich das ja als quasi Auftrag an die Verhaltensforscher weitergegeben, dass man so etwas entwickeln müsste, um so etwas durchzusetzen. Also ich selbst bin ja keine Verhaltensforscherin. Ich glaube, es ging jetzt in der Frage auch eher um die Entlohnung in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, jetzt auch im Zuge der Entwicklung, die jetzt kommen wird, also es ist ja immer schwer, die Zukunft vorherzusagen, dass wir vielleicht auch Effekte sehen werden, die wir jetzt nicht erwarten. Also es werden sicherlich auch einige Berufsgruppen, also sei es jetzt im Pflegebereich und so weiter, sicherlich auch wahrscheinlich stärker entlohnt werden als bisher. Also ich glaube, da werden auch noch andere Effekte auf dem Arbeitsmarkt zu tragen kommen, dass vielleicht sich gewissermaßen vielleicht auch Arbeit, die jetzt nicht so stark entlohnt wird, irgendwann doch wieder stärker entlohnt wird. Aber wie wir auch heute schon viel erfahren haben, also Aussagen über die Zukunft sind ja immer etwas schwierig. Danke. An Ihnen war eine direkte Frage gestellt. Genau, zu der direkten Frage, was gibt die Hoffnung? Ich will nicht sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber also es stimmt, dass es sehr lange schon diskutiert wird, andere Konzepte. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, oder zu überlegen, was ist GDP wirklich ein guter Indikator? Die Frage ist natürlich, es kommt in irgendeiner Form demokratisch zustande, aber auch hier werden gewisse Sachen nicht berücksichtigt. Also werden die Marktpreise in irgendeiner Form berücksichtigt. Wir haben jetzt die ganze, es wurde auch angesprochen, Digitalisierung, Internetökonomie, da gibt es viele Sachen, die letztlich nicht mehr mit Marktpreisen bewertet werden, die kostenlos verfügbar sind, und diese ganze Konsumentenrente letztlich fehlt im GDP, und das ist eine Frage, wie man das besser messen kann, abgesehen davon, dass das auch wie in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung es viele Fragen gibt, wie man überhaupt GDP gut messen kann. Also von daher ist die Frage, ob GDP wirklich der beste Indikator ist. Es ist einer, den man im Moment oder mittlerweile sehr gut messen kann oder relativ gut, und dass er deshalb verfügbar ist. Ich hoffe immer noch, dass man da hinkommt und verschiedene Indikatoren entwickelt und diese dann, natürlich ist es eine normative Frage, wie man das gewichtet, aber das kann man ja auch verschiedenen Leuten anders überlassen.
Ich möchte noch kurz was zu der Next Generation sozusagen sagen, oder also auch die digitale Ökonomie ist natürlich eine sehr große Herausforderung, aber oder es war die Frage, sollte man nicht auch andere Sachen berücksichtigen? Ich hoffe, dass Unternehmen das Wohlergehen der Mitarbeiter sehr wichtig ist, und weil also ich glaube, wir haben immer weniger Fachkräfte zur Verfügung aufgrund des demografischen Wandels, und die Unternehmen sollten von daher ein Selbstinteresse haben, das zu haben. Aber letztlich, wir sind in einer Marktwirtschaft, einer sozialen Marktwirtschaft, aber es ist eine Marktwirtschaft. Und man kann da nicht die Preismechanismen außer Kraft setzen, und man kann letztlich auch, wenn wir es mit mehr oder weniger rationalen Individuen zu tun haben, wird es auch immer etwas geben wie Gewinnmaximierung. Also das wird immer eine Rolle spielen, ob das jetzt 100% Gewinnmaximierer, 100% rationale Agenten sind, ist natürlich eine Frage, aber es wird immer so etwas geben, und wir sind eine Marktwirtschaft. Das heißt hier, wir können uns, das war auch vorhin ja die Frage, warum nicht Marxismus oder sozialistische Theorie, solange wir eine Marktwirtschaft haben, denke ich, sollten wir uns mit marktwirtschaftlichen Theorien beschäftigen. Natürlich kann man versuchen, andere Elemente reinzubringen, und es gibt, wenn ich das noch kurz sagen kann, ich sehe, die Zeit ist um, von John Romer aus Yale jetzt einen sehr interessanten Ansatz, der sagt, in der Spieltheorie statt Nash-Gleichgewicht mit Behavioral Economics, also exotischen Präferenzen, wie er das nennt, sagt er, es gibt ein Kantian Equilibrium, also nach Kant. Und das heißt, er sagt, die Leute spielen ein anderes Spiel. Sie spielen nicht Nash und sie optimieren nicht oder gewinnmaximieren nicht, sondern sie spielen ein Spiel nach Kant. Mache das, was du willst, was alle machen. Und es gibt solche Ansätze, und das innerhalb eines Marktmechanismus, so etwas finde ich sehr spannend. Und vielleicht gibt es sich auch da neue Ansätze, die man sich anschauen kann. Danke, da hat Dr. Glattfelder noch etwas zu ergänzen, glaube ich. Sie haben da Notizen gemacht. Ah, nee, das fand ich jetzt sehr spannend. Aber vielleicht, was ich noch ergänzen könnte, ist, dass halt mit dem Blockchain-Netzwerk, also nicht Bitcoin die Währung, sondern die Technologie darunter, dass man eigentlich einem Netzwerk, wo man den Knotenpunkten nicht trauen kann, trotzdem Vertrauen hat. Ich meine, das hat das Potenzial, eigentlich die ganze Finanzlandschaft auf den Kopf zu stellen. Also das weiß noch keiner, ob das jetzt einfach ein Hype war oder ob das wirklich nachhaltig alles verändert. Und wenn man guckt, dass der Economist in den letzten 3 Monaten irgendwie 4 Artikel drüber geschrieben hat, sieht man schon, dass das eigentlich im Mainstream-Banking auch angekommen ist, dass da wirklich neue, komplett dezentrale Netzwerke, das sind wieder auch komplett neue Paradigmen, die auf uns zukommen, und keiner weiß, wie das eigentlich die Zukunft gestalten wird. Also sehr spannend. Danke sehr. Damit kommen wir zum Ende von diesem Panel, und wenn wir jetzt überleiten, also wir waren bei Wissenschaft und gehen im nächsten Runde, gehen wir direkt zur Politik. Ich glaube, wir haben hier in diesem Panel nicht die Aussage gehört, dass unsere soziale Marktwirtschaft als Modell kaputt oder failliert ist. Aber wir haben schon gehört, dass problematisch ist, dass die Wachstumsdividende nicht bei allen gleich ankommen. Und dass wir da viel lernen können, nicht nur von anderen Disziplinen, um das besser zu verstehen, aber dass da auch noch eine Menge von neuen Möglichkeiten, neue Ansätze es gibt, zum Beispiel bei Investitionen Richtung Chancengerechtigkeit, aber auch wenn wir die demografische Entwicklung gut durchdenken und da auch unsere Vermögensverteilung sozusagen mehr auf, also ich bin noch nicht genau gelandet bei Ihrer Idee, aber ich finde es schon spannend, um mitzudenken, wie die demografische Wandel auch andere Möglichkeiten von Vermögensverhalten ermöglicht. Also, mit diesen Punkten gebe ich gerne über. Wir haben eine kleine Kaffeepause und dann kommt unsere politische Finale. Herzlichen Dank.